Hi. I am Boostify. In the last 4 days I managed to get invited to over 600 Discord servers. Over 1,500 people already listened to over 46 days of music. And every minute it gets more and more. Be one of the first to invite me. Help me breaking the first 1,000 servers. Also don't forget to join my support server. There you can see real-time status of my services and receive support in any way. If you invite 10 people through your custom invitation link, you'll receive free premium for a whole month. So don't wait and join now. Invite me to all your servers and enjoy the best music bot out there. Bevor das Video beginnt, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass wir einen super coolen Discord haben, bei dem sich alles rund ums Gaming dreht. Dort findet ihr immer coole Mitspieler für eure Games. Außerdem veranstalten wir regelmäßig Events, bei denen ihr sogar echtes Geld gewinnen könnt. Jetzt viel Spaß mit dem Video. So, dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Und zwar werden wir jetzt als allererstes mal in eine alte Klasse gehen, nämlich in unseren SQL-Manager. Ups, was ganz viel Platz in der Mitte. Und werden hier jetzt mal eine neue Tabelle anlegen. Das heißt, wir machen lightsql.onUpdate. Können wir jetzt eigentlich von oben eine Zeile mal kopieren, weil sich dann nie wirklich viel ändert. Das nennen wir jetzt Musik Channel. Und hier brauchen wir jetzt die Guild-ID und jetzt hier nicht die Category-ID, sondern die Channel-ID. Doppel-C. Ja. So, das brauchen wir dafür, damit wir dann später wissen, wo der Bot die Nachrichten reinschicken soll. Und das könnt ihr an sich machen wir euch beliebt, ob dass er das entweder jedes Mal, wenn wir was einen Command dazu reinschreiben, soll er es speichern. Das machen wir jetzt in dem Fall so. Oder was ihr auch machen könnt, ist, dass ihr einen Command macht, wo man diesen Channel festlegen kann. Dass man vielleicht dann auch nur da die Nachrichten schreibt. Das ist dann komplett euch überlassen. Wir machen es jetzt erstmal so, dass immer der letzte Channel, wo eine Nachricht, also wo eine musikbezogene Nachricht reingeschrieben wurde, wird. Und dazu machen wir uns jetzt hier eine neue Klasse MusikUtil. Weil da zwei Methoden jetzt drankommen, die wir sehr häufig brauchen werden. Und die wollen wir ja nicht immer neu schreiben. Deswegen machen wir hier eine Methode. Public static void update channel text channel channel. Da wir aus dem Channel die Guild ziehen können, brauchen wir da kein Guild mit übergeben. Jetzt machen wir ein result set. Set ist lightsql.onQuery. Wir müssen jetzt erstmal gucken, ob es eventuell schon existiert. Das heißt, wir machen jetzt select Sternchen from Musik Channel Hilfe. Ja, da fehlt ein C. Where Guild ID gleich plus channel.getGuild.getID long. So. Machen wir einen try-catch wiederum. Hier ist ein if set.next, nicht move to current row, set.next. Das heißt, es existiert schon. Ja, tun wir hier unseren catch SQL exception mal rein. Und ich brauche mir da gar keine Ausgabe, weil es uns dann völlig egal ist. Genau, jetzt machen wir hier ein lightsql.onUpdate. Hilfe, was macht der denn da? Und hier wollen wir es jetzt einfach updaten. Bin ich schon wieder müde. Entschuldigung. Update Musik Channel Set Channel ID gleich plus channel.getIDLong plus
where guild ID gleich plus channel.getguild.getIDLong. Jetzt machen wir hier ein else. Jetzt können wir eigentlich, na, machen wir es von neu. LightSQL.onUpdate. Und jetzt hier insert into Musik Channel Guild ID wollen wir setzen und Channel ID Values und hier packen wir jetzt ja doch Channel Punkt get guild Punkt get ID long und da hinten packen wir Channel Punkt get ID long rein. Oder da jetzt nicht. So. Genau. Und jetzt brauchen wir noch eine zweite Methode, die uns einiges vereinfachen wird. Und zwar public static void send embed. Mit seinem long guild ID. Und dann einen embed builder übergeben wir da einfach. Ja. Jetzt machen wir wieder ein result set. Eigentlich sogar exakt dasselbe wie dort oben drüber. Ja, fast dasselbe. Nur dass hier halt direkt dafür nur Guild ID steht. Das kann auch übernehmen. Und wenn das der Fall ist, dann long channel ID set.getLong. Channel ID. Jetzt versuchen wir uns die Guild zu holen. Da draußen schüttet es schon wieder. Ich hoffe, das hört man jetzt im Video nicht. Ansonsten ist es hier so leicht ASMR-artig wieder. If Guild ist gleich discordTutorial.instance.chartman.getGuildById. Guild ID. Nicht gleich null. Dann schauen wir uns den Text-Channel an. Channel. Selbes Schema. If Channel ist gleich guild.getTextChannelById. Channel ID. Nicht gleich null. Dann endlich soll der Channel.sendMessage, nehmen wir jetzt builder.build.queue machen. So, das heißt, wir haben jetzt zwei Methoden. Die eine datet uns immer den aktuellen Channel ab als unseren Musikchannel und die sendEmbed tut dann nur mit der Guild-ID und diesem Builder automatisch den richtigen Channel raussuchen und da die Nachricht dann reinschicken, die wir ihm übergeben. Das können wir zumachen. Ich glaube, den machen wir jetzt erstmal auch nicht. So. Können wir das direkt jetzt machen? Ich würde es nicht hier machen, sondern im anderen. Wir brauchen nämlich gleich noch eine Klasse, die sehr ähnlich aufgebaut ist. Jetzt muss ich ihn nur suchen. Da. Genau. Wir machen uns eine neue Klasse. Und die nennen wir jetzt Track Scheduler.
Haben wir es gleich für die Queue später. Und der macht Extends Audio Hilfe Event Adapter. So, und da haben wir jetzt einige Methoden, nämlich onPlayerPause, onPlayerResume, onTrackStart, onTrackEnd. Ich glaube, den Rest brauchen wir nicht. Ja, der Rest ist uns erstmal egal. Wir machen jetzt erstmal tun wir das ein bisschen raus. So. Ich mich wieder richtig hinsetzen. So. Hier haben wir jetzt unseren Audio-Player dann nur übergeben. Aber nichts Zugehöriges. Wir haben keine Guild, wir haben kein gar nichts. Das heißt, hier müssen wir jetzt gleich noch ein bisschen tricksen. Würde ich sagen, machen wir das mal vorher. Jetzt muss ich nur wieder gucken. Da habe ich es. Wir gehen wieder in den Player Manager und fügen hier noch eine weitere Methode hinzu. Die public long get guild by player hash. Und dann machen wir einen int hash, den wir übergeben. Ja, machen wir hier mal exit. Ist klar, dass der nicht klappen wird so. Da machen wir standardmäßig return minus 1. Dann meckert er schon mal nicht. So, und jetzt müssen wir leider mit einer doofen Vorschleife durch alle durchgehen. Sonst mag er uns da nicht so. Na, this.controller.values. Und hier machen wir jetzt if controller.getPlayer.hashcode equals hash. Dann return controller.getGuild.getIDLong. So, so bekommen wir unsere Guild-ID nur von dem Audio-Player. Würde ich sagen, fangen wir einfach an mit onTrackStart, weil das wahrscheinlich so das ist, was wir am meisten benutzen werden. Ja, da kommt ein bisschen was rein. Wir fangen an, dass wir uns erstmal hier die Long Guild ID holen. Und das ist discotorial.instance.playermanager.getHash. Und jetzt hier player.hashcode. Und weil es hier in dem Fall bei uns einfach ist, weil wir die Guild direkt haben, machen wir noch gleich dazu, dass wir uns die Guild holen. So, dann fangen wir mal an mit einem Embed Builder. Das wird jetzt recht viel, weil wir wollen jetzt quasi ein schönes Overview haben. Genau, wo er gestartet ist dann. Genau. Dann machen wir einen New Embed Builder. Ich bin gerade etwas abgelenkt, weil da draußen gerade die Welt untergeht. Aber hier langsam Standard. Builder.setColor. Wieder Color.decode. Jetzt habe ich hier eine schöne 00E
640. Das müsste ein schönes Grün sein. Und jetzt mache ich hier auch mal eine Audio-Track-Info. Einfach mal Info. Und die kriegen wir jetzt aus dem Track raus. Das ist die Track.getInfo. Und da bekommen wir jetzt alle Informationen über den aktuellen Track, der abgespielt wird. Dann würde ich sagen, machen wir mal Bilder.setDescription. Und ja, jetzt können wir rein theoretisch da einfach was Cooles hinschreiben. Ich habe jetzt hier ein schönes Emoji. Das heißt, ich werde JDA und get Emote by ID. Jetzt werde ich mir hier kurz mal das raus kopieren. Ne, wo habe ich denn den? Ich tippe ihn einfach mal kurz ab. Beziehungsweise ich habe doch sogar einen Command dafür. Da muss ich den nicht abtippen. In dem Boostify-Bot, den ihr euch übrigens auch direkt holen könnt. Da sind alle Commands, die wir jetzt hier bearbeiten, schon drin. Genau, da habe ich sie. Mit dem L anhängen. Plus. Ja, beziehungsweise da müssen wir noch getAsMention machen, damit es auch angezeigt wird. Und da schreiben wir jetzt rein. Jetzt läuft Doppelpunkt plus track.get. Wieso machen wir jetzt da track? Info.title. So. Jetzt wollen wir noch was ganz Cooles hinzufügen. Und zwar die Länge des Tracks. Also wie lange er abspielt. Und zwar in Stunden, Minuten und Sekunden am besten. Fangen wir mal an. Long Sekunden. Das ist info.length. Und zwar geteilt durch 1000, weil es in Millisekunden angegeben ist. Dann haben wir die Long Minuten. Minuten. Und das ist einfach Sekunden geteilt durch 60. Long Stunden. Ich glaube, ihr seht das Konzept. Minuten geteilt durch 60. So, und jetzt müssen wir aber noch, da ja was eventuell weggerechnet wurde, Minuten, jetzt Achtung hier, Prozent gleich, das heißt Modulo. Damit berechnen wir quasi nur den Rest. Das müssen wir mal 60 machen und das Ganze bei Stunden auch. Das heißt, das wird quasi durch 60 geteilt und hier wird dann aber nur der Rest davon benutzt und nicht, und die vordere Zahl, wie oft es wirklich geteilt wurde, was wir hier dann haben, wird einfach weggeschmissen. Genau, jetzt holen wir uns nochmal die URL raus. Info.uri. Und jetzt machen wir hier ein Bilder.addField. Und dann machen wir jetzt erstmal info.autor als Name. Und als Value werden wir jetzt hier ein bisschen Spaß haben. Wir machen eine eckige Klammer auf. Plus info.title plus in Klammer wieder eckige Klammer zu. Runde Klammer auf. Plus URL plus und die runde Klammer wieder zu. Und das Ganze machen wir false, dass es nicht inline ist. Das heißt, es wird in eine neue Zeile gesetzt. Und ist eine eigene Zeile. So, was das jetzt hier macht, das ist ein bisschen Discord-Code. Wir werden jetzt einen Link setzen. Und zwar, ich kann das ja eigentlich mal hier bei dem... Genau, wir sehen es ja hier schon. Das funktioniert bei YouTube eigentlich genauso. Also wenn ihr einfach nur einen normalen YouTube-Link
reinstellt, dann tut ja Discord das automatisch umwandeln in so ein Embed. Dann habt ihr oben YouTube, das wäre jetzt, glaube ich, die Description. Dann haben wir hier Kontor.tv, das ist jetzt der Autor. In dem Fall info.autor. Und darunter ist dann genau wie hier der Titel, aber als Link die URL. Also wenn wir jetzt hier draufklicken würden, würde auch genau hier das Video aufgehen. Und genau so soll es bei uns auch sein. Und jetzt sehen wir hier unten drunter ist noch so ein cooles Fenster, wo man es halt eben in dem Fall anzeigen könnte. Denn wir hätten da auch gern, wenn es YouTube-Video ist, eigentlich doch ein Thumbnail zumindest. Und das bauen wir auch ein. Also würde ich sagen, machen wir vorerst noch die Zeit schnell. Na, Bilder.addField nochmal. Da Länge. Und das darf jetzt inline sein. So, und jetzt wird es ein bisschen interessanter. Machen wir info.isStream. Fragezeichen. Dann soll hier stehen, dass es ein Stream ist. Und am besten noch irgendwie cool anzeigen. Wo haben wir das denn? Da klaue ich mir einfach mal das raus. Also so wird es dann gleich aussehen. Da haben wir den Link. Beim Stream. Oh, das mag er so gar nicht. Mal gucken, vielleicht ein besserer Fall so. Und dann hier ein Doppelpunkt dahinter. Und jetzt machen wir mal Klammern auf, weil da kommt jetzt ein bisschen noch mehr. Jetzt müssen wir quasi nochmal so eine kleine If-Frage da drin machen. Damit wir die Stunden nicht immer anzeigen müssen, fragen wir jetzt ab, ob die Stunden 0 sind. Also wir machen Stunden größer 0. Fragezeichen. Wenn das der Fall ist, dass wir Stunden haben, dann machen wir hier Stunden plus H. Leerzeichen. Und ansonsten machen wir nicht plus, sondern ansonsten machen wir gar nichts. Das Ganze jetzt plus Minuten. M, nochmal Min, Leerzeichen, plus Sekunden, plus S. So. Und jetzt kommt das Lustige mit dem Thumbnail. Das ist ein bisschen komplizierter, aber das kriegen wir auch hin. Da werden wir jetzt das erste Mal üben, wie man ein Bild bearbeitet, was wir später für Image Manipulation brauchen, beziehungsweise wie man ein Bild runterlädt und hier reinfügt in Discord. Dafür machen wir jetzt if url.starts with https doppelpunkt slash slash www.youtube.com slash watch Fragezeichen v ist gleich. Und wenn das der Fall ist, dann holen wir uns die Video-ID hier raus, weil die brauchen wir gleich. Und das ist jetzt url.replace Da tun wir einfach das ganze Gedöns rein. Das heißt, das soll alles weggenommen werden. Wir haben dann nur noch hinten dran was. Jetzt machen wir ein Input Stream File Try File ist new URL jetzt hier https Doppelpunkt slash slash. Jetzt müssen wir quasi den Bildlink eines Thumbnails uns da reinfügen. Das ist img.youtube.com slash vi slash jetzt plus die Video-ID plus slash und jetzt hier die Qualität und dann nehmen wir einfach HQ Default
Das ist das, was auch normalerweise in der Google-Suche angezeigt wird. Wenn ihr auf den Bildern guckt, dann kriegt ihr immer das HQ-Default hin. Genau, und da jetzt Punkt OpenStream. Kann man schon Catch hinzufügen. Das wird eine IO-Exception. So. Jetzt müssen wir dem Builder ein Image hinzufügen. Auf einmal builder.setImage. Und jetzt können wir aber nicht einfach so diese Datei da hinzufügen oder die URL, wie da steht. Das geht leider nicht so einfach. Sondern wir müssen jetzt eine URL zum Attachment machen. Das heißt, wir machen hier Attachment Doppelpunkt slash slash und das nennen wir jetzt einfach thumbnail.png. Ist völlig egal. So. Das ist jetzt aber noch gar nicht vorhanden. Also jetzt würde er einfach versuchen, ein leeres Bild daran zu tun, also ein Bild dran zu tun, was gar nicht existiert. Das heißt, wir müssen dieses Bild jetzt gleich auch noch umwandeln. Und dafür brauchen wir aber dann den Channel jetzt schon. Das heißt, wir müssen jetzt quasi das, was wir vorher gemacht haben, wo wir uns voll die Mühe gemacht haben, einfach wieder aufbrechen und es nicht benutzen, sondern uns selber rein kopieren hier vom MusicUtil. Allerdings brauchen wir die Guild nicht mehr, denn die haben wir schon. Brauchen wir den Text-Channel. Und hier können wir jetzt nicht so einfach das machen, sondern wir machen jetzt Channel. Mal erstmal Punkt Send Typing, weil das manchmal ein bisschen dauert, bis es verarbeitet hat. Dann können wir sehen, okay, er arbeitet. Channel.Send File. File. Man wird es mit String machen, bitte. Und zwar soll der thumbnail.png heißen. Und das da Punkt embed jetzt. Und da können wir jetzt unseren Bilder reintun. Bilder.build. Und das Ganze Punkt Q. Kurz was zusammenrücken. So. Damit wäre dieses Riesending hier gemacht. Und wenn es eben nicht mit dieser URL startet, dann machen wir einfach else und jetzt können wir diese util benutzen. Dann machen wir jetzt musicutil.sendEmbed guild-id-builder. Fertig. Genau. Da sollte dann schon mal, wenn wir jetzt einen Track starten, das gleich kommen. Aber dafür müssen wir es jetzt erst dann registrieren. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, wo wir es registrieren müssen. Bin der Meinung, das müsste in Player Manager, nee, Musikcontroller gewesen sein. Da gehe ich einmal kurz gucken. Genau. Wir gehen jetzt in den Musikcontroller wieder rein. Und hier haben wir ja den Audio Manager gesetzt. Und jetzt machen wir einfach hier direkt danach. Ist eigentlich egal wo, aber wir machen es einfach hier. Player. Ja. this.player.addListener und hier jetzt ein new track. Oh, ich sehe gerade, ich habe es falsch geschrieben. Stuhler. Dann tun wir es kurz umbenennen. Refactor, rename, scheduler. So. Jetzt ist das registriert. Und ich würde sagen, wir können es einmal testen. Und online. Mal wieder hier mit dem Link und gucken einfach mal, was kommt. Er joint uns hier rein. Und er sendet uns aber nichts. Komm, ein Fehler, okay. Was haben wir? Oh, ich hab's. Stopp mal bitte, danke. Selete. Wo habe ich denn das gemacht? Nein. Da und Track Start. Oh, hier.
Select. Und dann habe ich es aber wahrscheinlich drüben auch falsch, oder? Ja. Select. So. Oh, da oben auch. Ich habe überall falsch geschrieben. Was ist denn hier los? Selete. Select. So. Jetzt habe ich es. Gucken wir es nochmal. Na, kommt es immer noch nicht. Achso, weil wir den Channel noch gar nicht updaten. Stimmt ja. Da war ja was. Wir gehen erstmal ins Play Command. Dann machen wir einfach. Hier in dem Bereich wird das ja alles gemacht. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach einmal ein Music Util Punkt Update Channel. Das Ganze machen wir einfach auch beim Stop Command. Dann haben wir es drin. So. Und jetzt geht's. Bam. Können wir direkt wieder stoppen. So, und wir sehen hier, wir haben unser Emoji, jetzt läuft Rio Feed irgendwas, Summer Jam. Der Autor ist Contour TV. Da haben wir den Titel, wenn wir draufklicken, würden wir zu youtube.com weitergeleitet werden. Und Länge ist 3 Minuten und 190 Sekunden. Ich würde sagen, da haben wir irgendwas verkackt. Kann es sein, dass ich bin so doof. Ich sollte vielleicht die Sekunden Modul 60 machen. Jetzt müsste es wahrscheinlich auch funktionieren. Probieren wir es nochmal. Ja, 3 Minuten 10 Sekunden klingt doch schon irgendwie besser. Und gut, das eigentlich, was wir heute machen wollten mit den Q, haben wir jetzt nicht geschafft. Aber ich würde sagen, wir tun jetzt trotzdem einmal hier beenden. Und dann einfach nächste Folge das mit den Qs machen. Ja, es kommt so langsam in Fahrt, wir haben schon hier, wir können abspielen, wir können stoppen und wir können uns cool anzeigen lassen, was jetzt gerade läuft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, wo wir dann hoffentlich endlich die Queue machen. Ansonsten was anderes. Ich habe gerade ein bisschen Schiss vor der Queue, weil die echt viel ist, aber kriegen wir schon alles irgendwie hin. Würde ich sagen, bis nächste Woche und tschüss.